normalerweise ist die Betriebsversammlung für uns enorm wichtig gewesen. Wir hätten nämlich über den aktuellen Stand der Tarifverhandlungen, Tarifvertrag Zukunft berichtet. Das geht im Moment so nicht, wenn man verantwortlich handeln will. Aber wir wollen unsere Menschen, für die wir zuständig sind, informieren. Deshalb wählen wir dieses Format jetzt. Was wurde bisher erreicht und was sind die aktuellen Forderungen? Nach dem erfolgreichen Prozess bei Elevator, wo wir auch einen sehr guten Tarifvertrag geschaffen haben, geht es jetzt darum, Sicherheit für die Beschäftigten beim Stahl zu finden. Wir haben ja nach der Absage des Joint Ventures haben wir ja eine neue Stahlstrategie gefordert. Die ist uns Ende letzten Jahres auch präsentiert worden. Seitdem sind wir auch mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen. Wir wollen langfristige Sicherheit und Beschäftigungsschutz für die Beschäftigten haben. Und daher brauchen wir einen neuen Tarifvertrag. Was soll mit dem Tarifvertrag Zukunft erreicht werden? Wir wollen erstens eine Beschäftigungsgarantie haben, eine sehr weitreichende Beschäftigungsgarantie. Wir wollen Ausschluss von betriebswidrigen Kündigungen. Und es ist absolut notwendig, dass wir jetzt die dringenden Investitionen in die Stahlstandorte bekommen, damit der Stahlbereich wieder endlich wettbewerbsfähig ist, damit wir auch langfristig auch in diesem Markt auch überstehen können. Warum sind die Investitionen für ThyssenKrupp Steel so wichtig? Es ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig in Stahl investiert worden. So kann es nicht weitergehen. Qualität, Prozesssicherheit, all das muss jetzt hervorragend funktionieren, wenn man in der Zukunft weiter Stahl in Nordrhein-Westfalen mit ThyssenKrupp produzieren will. Wir brauchen diese Investitionen, um weiter wettbewerbsfähig zu sein, um wieder weiterhin Technologieführer zu sein. Und das ist ein langfristiges Thema, das geht nicht in 2-3 Jahren. Dafür brauchen wir längere Sicherheiten. Spielt dabei auch die Transformation hin zu grünem Stahl eine Rolle? Das Thema Transformation ist für die Stahlindustrie enorm wichtig. Wir wollen auch diesen Weg gehen. Damit meinen wir die CO2-reduzierte Produktion an Stahl. Wir haben vor, unsere Technologien, unsere Anlagen umzustellen. Aber das Thema grüner Stahl ist der zweite Schritt. Im ersten Schritt brauchen wir jetzt die wichtigen Investitionen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Im zweiten Schritt brauchen wir grünen Stahl auf Wasserstoffbasis mit ökologischer Energie. Das sind die Themen, die wir vorantreiben müssen. Das sind alles Pläne für die nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Deshalb ist es jetzt wichtig, die Basis mit einem guten Tarifvertrag zu schaffen. Gibt es von Arbeitgeberseite in den Verhandlungen auch Forderungen? Ja, der Arbeitgeber ist von seiner Seite aus natürlich auch mit Forderungen gekommen, nach dem Motto, wenn ihr so große Investitionen hier haben wollt, dann wollen wir auch einen Solidaritätsbeitrag der Beschäftigten. Nichts anderes ist damit gemeint, ein Griff in die Tasche der Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen das sogenannte Urlaubsgeld, was wir vor kurzem eingeführt haben, diese 1.000 Euro, für die nächsten 3 Jahre aussetzen. Da sage ich aber klar und deutlich, das werden wir nicht mitmachen. Wie ist der weitere Zeitplan und wie geht es jetzt weiter? Also wir haben dem Arbeitgeber ein Ultimatum gesetzt, dass wir bis Ende März mit einem Tarifvertrag fertig werden wollen. Wir wollen Sicherheit für die Beschäftigten, wir wollen Sicherheit für die Standorte, wir wollen Sicherheit für die Investitionen, wir wollen Sicherheit für die Auszubildenden. Wir gehen ganz stark davon aus, dass wir jetzt am 24., also nächste Woche, dann die finale Verhandlung haben werden. Normalerweise würden wir so eine Veranstaltung mit Tausenden von Stahlarbeitern begleiten, um den nötigen Druck zu entfalten. Ich glaube, die aktuelle Situation ist so mit Corona, dass wir können diese Tausenden von Kolleginnen und Kollegen, die natürlich selbstverständlich gern gekommen wären, nicht auf die Straße bitten. Trotzdem werden wir in die Verhandlungen gehen. Die Zeiten werden nicht besser, deshalb jetzt schnellen Schrittes am 24. Sicherheit für die Menschen bei ThyssenKrupp. Ich denke, das ist ein gutes Signal, in so unsicheren Zeiten ein Stück weit Sicherheit für die Beschäftigten zu organisieren.